Hallo, schön, dass du da bist. Bevor ich loslege, abonniere direkt meinen Kanal, damit du auch in Zukunft kein Rezeptvideo mehr verpasst. Denn heute machen wir eine asiatische Glasnudelfanne. Und dafür brauchst du die folgenden Zutaten. So, wie du siehst, habe ich hier schon alles vorbereitet. Gemischtes Gemüse, da kannst du eigentlich das Gemüse nehmen, was dir gefällt. Ich habe jetzt hier geraspelte Karotten, Lauch in Streifen geschnitten und Pak Choi. Und hier habe ich dann noch Romanesco und Blumenkohl. Ansonsten habe ich jetzt hier die Glasnudeln. Dafür habe ich jetzt im Wasserkocher Wasser heiß gemacht. Das fülle ich jetzt erstmal darauf. Und während wir anbraten, können die sich hier dann schon ganz entspannt durchziehen und schalte auch schon direkt den Herd auf die höchste Stufe. Ansonsten habe ich jetzt hier in die Pfanne schon mal einen Schuss Öl gegeben, damit die Pfanne schön heiß wird. Hier gebe ich jetzt als allererstes den Blumenkohl und den Romanesco rein, weil der ein bisschen länger braucht als der Rest. So, das lassen wir jetzt erstmal von allen Seiten schön anbraten. Zwischendurch immer mal wieder leicht wenden. Wie du siehst, werden unsere Glasnudeln hier jetzt auch schon langsam durchsichtig. So, hier gebe ich jetzt schon mal ein bisschen Chili mit dazu. Wenn du frische Chili hast, kannst du auch frische Chili gerne hier reinmachen. Ich habe jetzt hier getrocknete. Natürlich auch nur, wenn du es scharf magst. Wenn du es nicht so scharf magst, lässt du die lieber weg. Hier gebe ich auch schon direkt einen Schuss Sesamöl mit rein. Gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Geschmack. Und auch das restliche Gemüse. So, das jetzt erstmal unterwenden, leicht anbraten von allen Seiten. So, während das Gemüse angrät, kann man auch das Wasser von den Glasnudeln schon mal abschütten. So, hier gebe ich jetzt auch schon ein bisschen Zucker drüber. Jetzt gerade bei Karotte gibt es nochmal einen schönen Geschmack, zumal wir es ja auch später noch mit Sojasauce würzen. Da braucht man oft was Süßes als Kontrast. Dann auch noch mal schon mal ein bisschen Pfeffer. So, und jetzt, wo alles schon mal schön angebraten ist, gebe ich auch schon direkt die Glasnudeln mit drauf. Schalte hier auch ein bisschen runter. Denn hier reibe ich jetzt noch mal Ingwer drauf. Du kannst aber auch ein kleines Stück schneiden. Ich mag den nochmal lieber ein bisschen kleiner. Das ist jetzt Bio-Ingwer, deswegen brauche ich ihn auch nicht schälen. Kannst du natürlich auch als kleine Würfel machen. Dann Sojasauce, kann ruhig ordentlich drauf und noch ein bisschen Sesam. So, und jetzt geht's ans Wenden, was das Schwierigste des Ganzen ist. So, das Vermischen ist oft einfacher mit einem Salatbesteck, weil du so ein bisschen besser in die Nudeln greifen kannst und das alles ein bisschen besser wenden kannst. Bei einer Teflonpfanne wie meiner musst du halt aufpassen, dass du dir unten irgendwie keine Kratzer in die Pfanne holst. Aber im Grunde kannst du es so ein bisschen schöner vermengen, sodass überall was von der Sojasauce ist, überall Gemüse ist und natürlich auch Nudeln. Riecht auf jeden Fall schon mega lecker. So, jetzt das Ganze nochmal abschmecken, ob man es gegebenenfalls noch ein bisschen nachwürzen muss. Hier kann definitiv meiner Meinung nach noch ein bisschen Sojasauce dran. Scharf genug ist es. Ich mache auch nochmal für einen kräftigeren Geschmack einen Schuss Brühe mit dazu, das hier Gemüsebrühe, dann nur noch anrichten und dann ist hier unsere fertige asiatische Glasnudelfanne vegetarisch. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Abonniere meinen Kanal, damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst und hinterlass mir gerne einen Kommentar, wie es dir geschmeckt hat.